Muss nicht. Und hier Müll. Unnötig, ne? Oder Müll, ja. So ist gut. Wachner. Oh, scheiße, geil. Wachner, oder? Wachner. Ab zum Wachner. Okay. Machen wir zusammen oder jeder seine? Olli, dankeschön. Zusammen einfach. Ich meine, da wird es ja ziemlich dieselbe Meinung haben. Würde ich sagen, fangen wir da an. Was ist denn das hier? Das war... Lupfer. Lupfer. Boah. Lupfer würde ich schon in die Kategorie, muss nicht so. Ist ein Ding, wo ich sage, für Leute, die mit Lupfer schwitzen, so ganz okay wahrscheinlich. Ja, aber... So, ich spiel's nicht, muss Kategorie. Also für mich ist so, muss nicht. Nee, würde ich auch reinsetzen. Wachner ist es nicht ganz, weil... Ja. Es ist schon ganz okay. Wachner sind andere, finde ich ja, auch. Ja, aber würde ich auch. Gehe ich damit. Harter Pass Plus würde ich sogar auf sehr gut setzen. Fand ich, war am Anfang noch stärker, wenn du aber auf dem Flügel diesen harten Pass Plus hast und reinflankst. Oder auch für mich als Seitenwechselspieler finde ich das sehr gut. Würde es auch sehr gut machen. Finde ich gerade bei Verteidiger, finde ich es richtig gut. Ich glaube dazu... First Touch ist für mich absolut Meta, gehört ganz oben rein. Gerade mit so Karten wie dann Harry Kane. Ja. Ne? Ich finde, es ist nicht auf allen Karten gut. Ich fand zum Beispiel bei Alvarez fand ich so, naja, aber bei diesen bulligen Dingern sage ich auch komplette Meter. Ja, bin ich auch, also jetzt auch gerade wieder bei Harry Kane und so, der, das ist gestört. Das ist wirklich gestört. Nur auf Pocken gut, ja, aber da ist halt heftig. Ich finde, selbst bei Stoichkov geht's jetzt wieder. Ja. Meiner Meinung nach. Dann haben wir hier Flair, sage ich, Wachner. Flair ist kompletter Wachner, Alter. Also was soll das überhaupt bringen? Also es bringt dir doch, wenn du eine Karte hast, die hat den Playstyle, da denkst du dir so, boah. Ja, bringt dazu. Wachner, Digga. Unnötig. Könnte ich einfach wirklich sparen. Dann haben wir Ruhepol. Ja. Ich muss sagen, Ruhepol an sich, es ist definitiv keine Meta. Ich würde es auf gut setzen, sage ich euch ganz ehrlich. Sehr gut ist es jetzt auch nicht, man braucht es nicht unbedingt. Wenn es aber eine Karte noch zusätzlich hat, ist es schon stabil. Ja, finde ich auch. Wenn die passende Spielerin das hat, finde ich... ist gut. Ja, wie jetzt bei Rivaldo, da hat es noch zusätzlich draufgekriegt, ja. Hat ihn noch besser gemacht, aber ohne das war er auch schon gut. Ja. Dann haben wir Raserei. Da würde ich auch ehrlicherweise sagen, Raserei ist gut, aber braucht man es unbedingt? Es ist sehr, also Meta finde ich auf gar keinen Fall. Nee, auch nicht. Ich würde es eher auch auf gut setzen. Ja, würde ich auch machen, weil für sehr gut, es gibt auch genügend Karten, die haben es gar nicht. Ja. Und dann, ja, würde ich auch. Ich finde es auch, Kategorie gut passt, glaube ich, ganz gut. Okay, brauche ich nicht drüber reden. Technicals, absolute Meta, R1 Geschwitze. Ist ja auch Meta. Ja. Ist ja auch Meta. Ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Ne? Jeder, der Technicals hat und R1 benutzt, ist absolut Meta. Für mich, also, was das Spiel hergibt und wie das Spiel dann abläuft, wäre es Wachner. Aber es ist halt absolut Meta, ne? Es ist absolut mega. Meta, ja. Dann haben wir noch Trickster, sage ich dir ganz ehrlich. Muss nicht. Also oder ist es sogar Wachner? Also, nee, Wachner zu viel. Ich sag, für mich wäre Trickster, wäre für mich so Kategorie auch irgendwo zwischen muss nicht und gut. Für Leute, die ein bisschen Spielspaß dann haben mit dem Rumtricksen und so und rumdrücken, aber ich würde es auf gar keinen Fall höher setzen, ne? Für mich wäre es Wachner, aber dann machen wir Kompromiss, setzen es auf muss nicht. Dann setzen wir es auf muss nicht. Also ich sag, Block ist doch sehr gut, wenn nicht sogar Meta, oder Chat? Absolut. Block ist Meta. Block ist Meta. Digga, wie oft geht in der Abwehr dieses Ding an so? Da braucht man, glaube ich, echt nicht drüber reden, dass Block kein Meta ist. Ja, so. Das ist. Das stimmt schon. Der Muskel, muss ich sagen, hat uns bei Koundé damals echt genervt. Bei manchen Karten finde ich den komplett Wachner. Ja. Aber jetzt zum Beispiel bei, wie hieß er? Tar hinten drin, da war der Muskel echt sehr gut sogar. Und zum Beispiel jetzt bei meinem Desai ist er auch sehr gut. Also ich würde noch Wachner setzen, der Muskel. Ja, also dann müssen wir irgendwo einen Kompromiss machen. Dann setzte man auf gut, oder? Ja, dann irgendwo bei gut rein. So, mich hat er bis jetzt mehr getriggert, der Muskel. Und seitdem habe ich aber auch keine Spieler mehr gespielt, die den Muskel haben dann. Ich fand ihn auch danach, aber dann mit den anderen zwei Karten, da ist er sogar richtig gut. Deswegen bei Oberdorf finde ich den auch gut. Ja, es kommt immer auf den Spieler an. Ich würde ihn sogar bei Desai und Tar, hätte ich ihn sogar auf sehr gut gesetzt. Aber damals bei Kunde war der komplett Müll. Anglerhaken würde ich auf sehr gut setzen, wenn dessen gerade einen Sechser hat. Ich finde selbst die Außenverteidiger, wenn ein Seitenwechsel geschlagen wird, du drückst L2 und dann zu klären halt irgendwie X oder so zum Passen, ist der für mich auch wirklich sehr gute Anglerhake. Finde ich wirklich. Ja. Die angeln sich ja wirklich viel weg, kommen oft an den Ball, wo du denkst, boah, normal würde er den unterlaufen so. Würde den aber auf sehr gut setzen. Dann haben wir Finesse, ist ganz klare Meta, Chat. Ganz klare Meta. Aktuell jede Karte in IFC
die was kostet, gefühlt hat Finesse drauf. Es gibt nichts Einfaches als mit Finesse ziehst rein, Tor. So, absolut krank. Dann haben wir Abdrängen plus, würde ich jetzt sagen, brauche ich nicht unbedingt, obwohl es auf Außenverteidiger ist, ist es, glaube ich, echt gut mit Abdrängen, wenn es dein Verteidiger noch drauf hat. Ich würde es, glaube ich, auf gut setzen sogar. Ich wäre, glaube ich, irgendwo ja auch zwischen gut und muss nicht irgendwo da, würde ich den einordnen, den Abdrängen. Das ist jetzt so ein Playstyle, wo ich nicht drauf achte. Ja. Das sehe ich. Da gibt es einfach geilere Playstyles in der Verteidigung. Ich finde, ja, kann man auf gut, muss nicht so irgendwo da zwischendrin rein. Dann haben wir Gretchen. Plus, für mich muss es nicht. Wenn es aber einen Verteidiger hat, ist es auch okay, ne? Muss nicht, finde ich. Ja. Ich finde, es ist kein Kriterium so, wo ich sage, ey, damit kommen die Gretchen jetzt irgendwie geisteskrank oder so. Muss aber nicht. Dann Waschbär ist absolute Meta. Jeder Karte, die das drauf hat, ist krank. Also krank, Waschbär. Wie die alle zipieren, ne? Wie die zulaufen, wie die stellen. Finde ich auch absolut gestört. Ich sag, Akrobat ist Wachner-Chat. Also ganz ehrlich, Akrobat bringt dich 0,0 irgendwo weiter. 0,0. Was bringt's dir, wenn der einen Fallrückzieher macht oder sonst irgendwie was? Bin ich bei dir. Lufthoheit plus fand ich am Anfang mal gut. Ich finde mittlerweile ist es Quatsch mit Soße. Boah, ich sag, die Spieler, die damit spielen, die das wirklich effektiv einsetzen, würde ich sogar sagen, Meta. Sagst du? Ich sag, wenn da vorne ein Ding kommt, die das perfekt spielen. Benutzt es halt nie. Ja, ich benutze es auch nicht, aber Gegner, die das drauf haben, Digga, sag ich, ist absolut Meta, meiner Meinung nach. Weil du kannst ja nicht verteidigen, wenn die das perfekt spielen mit ihren Chip-Dinger, so, du kommst nie in die Mummel. Du kommst, also ich finde, es ist Meta. Lufthoheit. Ich selbst spiel's nicht. Ja, für mich selbst wär's Wachner, aber wenn ihr sagt Meta, dann... Ich würde safe auf Meta setzen. Genauso wie Trivella. Fand ich am Anfang war Meta. Mittlerweile ist Trivella... da geht auch kein Schuss mehr rein mit Trivella. Wachner. Wachner mittlerweile Trivella. Am Anfang Meta, mittlerweile Wachner. Ja, sag ich auch. Also ich sag ehrlich, ich krieg auch keine Gegentore mehr mit Trivella. Nix. Ich schieß keine Tore mit Trivella. Ich finde, der wird gar nicht mehr benutzt, seitdem Finesse jetzt überall so manchmal vergeben ist. Manchmal macht ein Stürmer den noch so einem Außerriss rein, aber gut für Pässe, man kann es auch, oder auf muss nicht oder gut. Wachner vielleicht zu hart, aber boah, für mich... Maximal muss nicht, sage ich. Maximal muss nicht. Unerbittlich, würde ich sagen, ist gut. Wenn es ein Spieler hat, ist schon gut. Würde ich sogar auf sehr gut gehen. Weil ich finde, das macht schon viel auf, die Batterie. Wenn du Spieler hast, siehst du ja, wenn du ein paar im Team hast, die gehen ja bis in die Verlängerung ohne irgendwelche Energieverluste quasi. Ne? Ja, ist schon sehr gut. Stimmt schon. Dann die Rakete, sag ich, ist halt, wenn man Übersteiger spammt, ist es sehr gut. Sage ich euch ganz ehrlich. Übersteiger-Rakete ist krank. Die kriegen so einen Boost nach vorne raus. Würde ich auf sehr gut auch einstufen. Ja, da ist wirklich krank. Einwurf, sage ich, absolute Wachner. Wachner. Ein Verteidiger, das drauf hat, steht immer komplett falsch, weil er die Einwürfe macht. Absolute Wachner. So, ist dasselbe Ding mit Powerkopfbälle. Sage ich, bringt nichts. Weiß ich ja, die Leute, wo es mit spielen, für mich... Ich sag halt auch wieder, für mich selbst, also ich spiele ihn auch nicht, aber ich finde in dem Spiel ist Powerkopfball, wenn die da mit ihren Drogba, Sirlots und was weiß ich kommen, ist, also ich finde auch, es muss nicht, aber ich würde ihn jetzt auch nicht auf Meta setzen, sondern sehr gut. Weil meistens die mit Lufthoheit spielen ja, die chippen den rein, der verlängert ihn zurück oder so, ist nochmal was anderes wie die Kopfballbälle. Für so Spieler, okay, setzen wir noch sehr gut. Powerschuss für mich, muss nicht, brauche ich nicht, aber ich glaube, wenn man es mit drauf hat, dann ist der schon gut. Ja, ich glaube auch. Am Anfang sehr gut. Powerschuss würde ich auch mittlerweile auf gut einstufen, weil da sehe ich einfach ein Finesse, der ist Meta. Powerschuss sehr gut, würde ich jetzt auch nicht sagen. Der ist meiner Meinung nach gut. Ruhender Ball plus ist für Spieler, die es können, eigentlich Meta. Machst du immer ein Tor. Ist Meta. Also ruhender Ball plus, brauchen wir nicht drüber reden. Für Eckbälle, Leute, die Freistöße schießen, die wichsen die Murmel von überall rein, Meta. Dann haben wir, oh, was war denn das hier nochmal, Chat? Das entscheidender Pass. Ja, entscheidender Pass plus. Entscheidender Pass plus finde ich auch geisteskrank. Ist schon stark. Generell alle Schnittstellen-Pass plus. Was war das hier weiter? Pass plus ist es, glaube ich. Ne? Tiki-Taka. Tiki-Taka würde ich ein bisschen schwächer sehen, aber an sich sind eigentlich alle sehr gut hiervon. Aber ich sag ehrlich, ich würde entscheidender Pass auf sehr gut setzen. Ja. Meter würde ich hier nicht setzen. Du kannst damit schon echt gezielt spielen, dasselbe auch mit Schnittstellenpass. Finde ich sehr gut, aber keine Meta. Nee, Meta auf keinen Fall. Ich finde, der hier ist auch bei Kimmich, dieser Weiterball plus. Ja. Ist krass, wenn du mit der Außenverteidiger so einen L1 Dreieckball, finde ich den auch sehr stark. Ja. Tiki-Taka fand ich bei Pedri ganz gut, aber
Der wäre für mich so Kategorie gut. Ja, ja. Fällt mir jetzt auch nicht so auf. Den würde ich so oft gut setzen. So ist so ein Mittelding. Ja. So geil, wenn sie den haben. Nice to have. Aber jetzt auch nicht irgendwie besonders, ne? Tiki-Taka OP für in der Box, wenn man schnell First Touch passt. Ja, ist mir. Ich glaube, da kommt es halt auch wieder so drauf an, wie man halt spielt, ne? Also so, ja, so wäre ich auch. Das stimmt aber schon für die Spieler, die das mit denen Seite wechseln, in lange Bällen, ist sogar das eigentlich Meta. Wir spielen es halt jetzt nicht, aber die spielen damit diese ganzen. Ja. Kackbälle da, weißt du? Ja, das stimmt schon, ne? Den könnte man vielleicht sogar eine Hochstufe. Ja, das glaube ich nämlich schon, weil. Das stimmt schon, die Seite wechseln, ne? Diese diagonale Dinger und so. Das stimmt schon, den kann man eigentlich wirklich dahin platzieren, ne? Ist der beste Pass-Play-Style, das muss man wirklich sagen. Hebt das sich wirklich schon mal ein bisschen ab. Ist okay, ja, würde ich auch sagen. Wie gesagt, kann ein bisschen variieren, je nachdem, was man halt auch für Spielstile hat, aber ich glaube auch, so ist gut. Tresor nur okay. Ja. Der Ruhepol, ja. Sag ich auch. Gibt natürlich, jeder hat da irgendwo seine Favoriten und sonst irgendwas, aber ich glaube, so passt wirklich ganz gut rein.